Mit der SCS-Software von D&H können Sie mit nur wenigen Klicks in großen und komplexen Netzwerken, bestehend aus CPSM- und AdComNet-Komponenten, schnell und einfach Verknüpfungen von Linien und Gruppen erstellen. Beispielsweise möchten wir konfigurieren, dass die Lichtkuppeln einer Werkhalle durch RWA-Taster in der Werkhalle selbst und im Bürogebäude ausgelöst werden können. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor. Zuerst klicken Sie in der SCS-Software auf den Button Hinzufügen und erstellen eine RWA-Verknüpfung durch unkompliziertes Drag and Drop. Nun wählen Sie die Verknüpfung an und suchen aus der Liste die entsprechenden Elemente heraus. Hierbei spielt es keine Rolle, an welche Steuerung diese angeschlossen sind. Mit der SCS-Software können Sie alle Anschlüsse von jeder beliebigen Stelle aus konfigurieren. Im letzten Schritt fügen Sie noch, ebenfalls durch simples Ziehen und Ablegen mit der Maustaste, die Lichtkuppeln in die RWA-Verknüpfung ein. Abschließend geben Sie der Funktion noch einen eindeutigen Namen, damit Sie diese jederzeit schnell wiederfinden können. Um die Einstellungen zu bestätigen, klicken Sie auf den Übernehmen-Button. Somit ist die Verknüpfung abgeschlossen.